Für den Origami-Eisbär verwende ich ein 20x20 cm Papier. Die farbige Seite zeigt am Anfang nach unten. Du nimmst zuerst die äußere Papierkante und legst sie auf die gegenüberliegende. Dann wird das Papier geknickt. Entfalte dann dein Papier und führe die äußeren Papierkanten an die mittlere Faltlinie, leg sie dort an und knicke dein Papier. Sieht dein Papier so aus, dann geht es oben weiter. Du wendest dich der oberen Papierspitze zu, nimmst die Kanten außen und legst sie in der Mitte an die Faltlinie an. Eine und dann die zweite Seite. Du hast jetzt oben eine Spitze. Entfalte die komplette Spitze und das Blatt Papier. Als nächstes legst du dein Papier zusammen. Du nimmst die Papierkante, knickst sie nach innen, außen und wieder nach innen. Die Spitze ist jetzt nach innen verschwunden. Das gleiche mit dieser Seite. Bist du soweit, dann entfalte dein Papier wieder. Kehre zurück in diese Position. Nun geht es unten weiter. Du nimmst die lange Papierkante und legst sie an der Seite an. Wieder entfalten. Und dann nimmst du die Papierkante erneut und legst sie an der anderen Papierkante gegenüber an. Entfalte das Blatt Papier und nimm nun die untere Papierkante und schlag sie nach innen ein. Du legst Faltlinie auf die darunterliegende Faltlinie. Bist du soweit, dann entfaltest du auch hier dein komplettes Papier wieder. Lege nun dein Papier zusammen. An dieser Papierkante hier knickst du dein Blatt nach innen. Dann hast du eine Papierkante hier, an der legst du das Papier nach außen und dann hier an der Kante wieder nach innen. Nach dem gleichen Prinzip verfährst du mit der anderen Seite. Hier hast du jetzt einen großen Pfeil, der dich anschaut. Bist du soweit? Dann entfalte dein Papier komplett. Mit diesen Faltungen musst du dein Papier jetzt zusammenlegen. Beginne oben bei den kleinen Dreiecken. Lege sie nach innen ein. Halte das Blatt mit einer Hand fest und widme dich nun dem oberen. Wie gerade eben schlägst du dein Papier ein. Zum Schluss bleibt hier dieses Papier stehen. Schlage es nach vorne um und knicke das Blatt. Das gleiche auf der anderen Seite. Beginne oben und gehe dann zur Spitze.
Dein Papier muss nach dem Zusammenlegen flach sein. Dann nimmst du diese beiden Spitzen hier und schlägst sie nach innen ein. Als nächstes nimmst du die innere Papierspitze, legst sie hier oben an und knickst dein Papier. Mit der zweiten Seite das gleiche. Bist du soweit, dann geht es hier oben mit diesen zwei Spitzen weiter. Die lange Papierkante innen legst du an diese Papierkante an. Dann knickst du vorsichtig von innen nach außen, bis du hier auf diesen Papierknick triffst. Dann wechselst du und nimmst diese Papierkante hier und legst sie an die äußere Papierkante an. Hast du hier diese Spitze, dann geht es mit dieser Seite weiter. Komplett fertig geht es mit den farbigen Seiten rechts und links weiter. Du schlägst sie bis zur Papierkante um. Unten ganz klein bleiben die Hinterfüße deines Eisbären. Nun zu den Vorderfüßen. Dazu brauchst du diese Papierspitzen auf beiden Seiten. Du nimmst sie, schlägst sie nach vorne um und dann nimmst du die Papierkante, legst sie hier an die Faltlinie und knickst dein Papier. Entfalten, zurück, flach, aufblättern und dann nimmst du das Papier, hältst es hier mit dem Finger fest und schiebst es vorsichtig zusammen. So schiebt sich das Papier ineinander. Die zweite Seite faltest du genau gleich. Du schlägst das Papier nach vorne um. Die Papierkante anlegen und knicken. Zurück, flach, auffächern und dann wieder zusammenschieben. Nun zur Spitze vorne. Die besteht aus einer, zwei Lagen. Du nimmst die oberste Lage, die Papierkante und knickst sie nach innen. Gleichzeitig dazu nimmst du hier diese kurze Papierkante und legst sie an diese Papierkante an. Sind beide Kanten geknickt, muss es in der Mitte flach sein.
Auf der zweiten Seite genauso. Papierkante nach innen holen und dann hier mit dieser Papierkante flach falten. Bist du soweit fertig? Dann nimmst du dein Motiv und wendest es. Nimm jetzt diese beiden Kanten und schlag sie nach innen ein. Als nächstes nimmst du hier diese Spitze und ziehst vorsichtig daran. Das Papier öffnet sich, dann legst du es wieder flach zusammen. Das gleiche hier. Das Papier hängt noch zusammen. Du ziehst vorsichtig daran, dass es sich öffnet und dann legst du es wieder flach zusammen. Als nächstes nimmst du die äußere Papierkante und schlägst sie ein. Du gehst mit dem Papier so weit nach innen, dass du unten deine Papierkante siehst und knickst dann das Blatt. Erst knicken, dann nach innen einfalten. Fertig geknickt, wende dein Papier erneut. Auf dieser Seite nun vervollständigst du die Vorderfüße, geh zu der Papierspitze, nimm die Papierkante hier und leg sie hier vorne mit der Papierkante zusammen und knicke das Papier. Dazu mit dem Finger die Tasche leicht öffnen und dann flach nach unten drücken. Als nächstes siehst du außen zwei Spitzen, die schlägst du nach innen ein. Nun nimmst du deinen Eisbären und legst ihn in der mittleren Faltlinie zusammen. Am Schwanz hinten nimmst du dir die Spitze und ziehst sie nach innen zwischen das Papier. Die Spitze muss nach unten zeigen. Dann nimmst du die äußeren Seiten und schlägst sie um. Eine wenden und die zweite umschlagen. Dann nimmst du dein Schwänzchen, öffnest es leicht
und klappst die Spitze nach innen ein. Weiter zu den Vorderfüßen, die Spitzen. Öffnest du und ziehst sie dann nach vorne. Die kleine Spitze wird auch hier nach innen geklappt. Das gleiche mit Fuß Nummer 2. Zuerst öffnen, die Spitze nach vorne klappen. Und dann die Spitze nach innen einknicken. Ganz zum Schluss nimmst du den Kopf deines Bären und knickst ihn. Halt ihn hier mit beiden Fingern fest über den Vorderfüßen und drück die Spitze vorsichtig nach unten. Die Spitze klappst du wieder nach innen ein. Nun formst du noch den Bären am Rücken und dann ist er fertig.